Bier aus Worb. Alles andere ist Beilage. Zehn vor zehn mit Stefan Klapproth. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu 10 vor 10 Spezial zum 10-jährigen Jubiläum der Jungen Grünen Schweiz. In Bern feiern heute Exponentinnen und Exponenten der Jungen Grünen Schweiz und ihrer Kantonalparteien ihr 10 Jahre Jubiläum. Eine 10-jährige Erfolgsgeschichte, die es verdient hat, gefeiert zu werden. Wir haben im Vorfeld diverse Persönlichkeiten, bekannte Schweizer Persönlichkeiten, gefragt, was sie den Jungen Grünen noch zu sagen hätten. Ja, also wir von der FDP-Fraktion, die Liberalen, wir finden die Jungen Grünen nicht so gut, weil wir finden, die sollte man verbieten, weil die wollen immer Verbot. Grüß euch, Herr Bundesrat Schneider-Ammann. Heute feiern die Jungen Grünen ihr 10-Jahres-Jubiläum. Möchtet ihr ihnen zu diesem Anlass neue Glückwünsche überbringen? Ja, also die 10 Jahre sind natürlich eine lange Zeit, aber die FDP ist bereits 1848 entstanden und darum ist das natürlich vergleichsweise eine beträchtliche Zeit. Jetzt sind ihr schon 10-jährig und ich weiss noch genau, wie ich euch unter Schmerzen geboren habe. Ja, also wir haben an diesem 5. Juli-Tag ja eigentlich auch der Zottel-Geburtstag und an dieser Stelle möchte ich ganz, ganz herzlich dem Zottel gratulieren. Ja, mais bien sûr, also das ist keine Frage. Sehr gerne gratuliere ich das Jungpartei von Die Grüne zum 10 Jahre Jubiläum. Also ich finde die Junge Grüne, die sind super. Also viel besser als unsere Jungpartei. Wir von die Sozialdemokraten, wir haben auch eine Jungpartei, die Jungsozialisten. Aber Wenn ich könnte auswählen, ich wäre lieber die Präsident von Das Grüne. Einfach, also wegen, dann könnte ich sagen, Junge Grüne, das sind unsere, meine Jungpartei. Und wenn ich diese beiden Parteien vergleichen solle, dann wären die Jungsozialisten mehr so, wie ich die Welt so sehe halt. Und das Junge Grüne, das wäre dann viel mehr so mit die Durchblick. Ich habe mir eine neue Brille gekauft, wie Sie sehen können, gerade eben. Und, ja, also ich wünsche toi 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 den Jungen Grünen. Ich wünsche den Jungen Grünen viel Glück zum Geburtstag. Geburtstag ist so etwas Schönes, da kann man immer Feste feiern und Party machen. Ja, ich verstehe Jungen Grünen nicht ganz, warum sie Politik machen. Ich meine, wenn man jung ist, kann man viel Spaß haben, man kann an Partys gehen, man kann Champagner trinken, man kann Leben genießen. Grüß euch, Herr Bundesrat Maurer. Die Jungen Grünen feiern heute 10-Jahres-Jubiläum. Möchtet ihr denen etwas sagen aus Gratulation? Keine Lust. Herr Bäumle? Offenbar wollen nicht alle Mitglied der Jungen Grünen sein. Aber viele jedenfalls. Die Jungen Grünen haben im Vorfeld ihres 10-Jahre-Jubiläums vermeldet, dass ihre Mitgliederdatenbank voll ist. Sie verfügen über eine Online-Lösung, wo sich Interessierte einschreiben können, um Mitglied zu werden. Nun, sie sind im Moment an der Lösung dieser technischen Herausforderungen, was aber nicht allen gefällt, dass man in der Zwischenzeit nicht mehr Mitglied werden kann. Rüchi! Hat gesagt, du sollst die Arme outen! Nun gut, bleibt zu hoffen, dass die Jungen Grünen ihr Internetproblem rascher und kostengünstiger zu lösen vermögen, als das VBS jeweils tut. Gut, ich schalte nun zu meinem Kollegen nach Bern. Wie ist die Stimmung in Bern, Roman Gucker? Danke für diese heitere Stimmungsreportage aus Bern, Roman. Das scheint mir eine ganz besonders illustre Sache zu sein. Und damit sind wir auch bereits am Schluss dieser 10 vor 10 Spezial-Sondersendung zum 10-Jahre-Jubiläum der Jungen Grünen. Gleich im Anschluss
wird Ihnen ein Kollege von mir noch seine Überlegungen zu den weiteren Entwicklungen dieser Jungpartei auf den Weg geben. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt 10 vor 10 Spezialsendung zum Jubiläum der jungen grünen Schweiz. Das nächste Mal zum 20-Jährigen und was lange wächst, bleibt lange grün. Bis zum nächsten Mal! Heute sind wir hier in Bern im Wald und wir haben ganz einen besonderen Anlass. Wir haben ganz spezielle Menschen, die heute hier etwas am Feiern sind. Und schon sind wir da. Wir haben hier eine Ansammlung von jungen Menschen, die etwas ganz Besonderes am Feiern sind. Lassen wir mal hören, was sie feiern. Guten Tag miteinander. Was ist genau der Anlass von eurem Fest? Wir feiern den 10-jährigen Geburtstag der jungen Grünen. Und heute das macht ihr mit einem Vollkornbrot und ein bisschen Grünzeug. Sehe ich da richtig? Das ist richtig, aber. Könnten Sie denn vielleicht für die jungen Grünen noch ein Lied singen? Schau, ein Kerzli hat sogar. Also, wir singen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Junggrün. Baby, Respekt für unsere Natur. Denn ich liebe mein Land, ich bin ein Biobauer. I love Mother Nature. Guten Abend miteinander, hoi Hans-Peter. Heutiges Thema, die jungen Grünen der Schweiz. Heute sind wir hier. Vor 10 Jahren sind sie gegründet worden, T-10. Und die Zukunft geht es weiter. Jung, ganz wichtig, wir haben hier auf dieser Achse den Spinnenkoeffizienten. Das heisst, hier hat es geheißen, die Sücher sind total gaga. Geht es so immer noch in Grün hinter den Ohren, aber es wird besser, wenn man mit dem ernst genommen. Vielleicht. Kann sein. Geht dafür ausgehen. Auf der anderen Seite exponentiell die Kurve da. Mitgliederzuwachs. Ganz wichtig, gegründet vor 10 Jahren von ein paar Spinnviechen, Viertelblut von einem Polizeiauto. Heute schon wieder ein bisschen viel, aber es dürfen noch mehr werden. Ja, weitermachen. Fertig.